Einwegplastik. Die eine Sache, die du einmal verwendest und ohne einen weiteren Gedanken daran verschwendest, wegschmeißt, ist beliebter als je zuvor. Die Herstellung von Plastik hat sich seit den 90ern verdreifacht. Von den 300 Millionen Tonnen, die an Plastik jährlich hergestellt werden, sind 50% Einwegplastik. Wen interessiert's? Wird es nicht alles recycelt? Denkst du? Manche Länder recyceln weniger als 10% von ihrem Plastik. Aber Plastik muss irgendwo hin. Früher hat man den Müll einfach auf eine Mülldeponie geschmissen. Seit 2005 in Deutschland ist das jedoch verboten. Müll kann auch zu einer Müllverbrennungsanlage kommen. Dort wird das Plastik zusammen mit dem anderen Müll verbrannt, wobei Wärme und Elektrizität entsteht. Das ist gut, denkst du. Aber dort wird auch Kohlenstoffdioxid frei. Über die steigenden Zahlen von Müll haben wir ein Interview von Herrn Schnierzhauer. Nein, wir sind für Müllvermeidung, aber ihr wisst selber, es ist schwierig, Müll zu vermeiden. Ihr wisst auch, wenn ihr die Bevölkerungszahl sieht, die steigt immer hier in Deutschland, also wird der Müll vermutlich auch nicht weniger werden. Im schlimmsten Fall landet das Plastik im Meer. Jedes Jahr endet dort mehr als 8 Millionen Tonnen von Plastik. Das entspricht einem Müllwagen pro Minute, der sich ins Meer entleert. Es gibt bereits ganze Inseln aus Plastik. In Zukunft wird es dann mal mehr Plastik im Meer geben als Fische. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Niemand ist machtlos. Im folgenden Interview hört ihr von einer Angestellten von Südpack, Frau Kramer, dass es einen neuen und heute noch teuren Weg gibt, Plastik zu recyceln. Zeigen wir das über mechanisches Recycling, aber es wird Prozesse geben wie das chemische Recycling, durch das wir das Plastik auch noch recyceln können. Hier sind 5 Schritte, wie du deinen Plastikverbrauch verringern kannst. Schritt 1. Hör auf, Plastiktüten zu verwenden. Plastiktüten sehen harmlos aus, haben jedoch einen massiven Schaden auf die Umwelt. Man könnte einen Kilometer fahren mit der Menge, die man an Öl verbraucht, um 10 Plastiktüten herzustellen. Also nimm einfach eine wiederverwendbare Tüte. Mit einer wiederverwendbaren Tüte sparst du dir 300 Plastiktüten pro Jahr. Schritt 2. Verabschiede dich von Plastikflaschen. Man benötigt dreimal mehr Wasser, eine Plastikflasche herzustellen, als sie zu befüllen. Eine wiederverwendbare Flasche spart dir bis zu 150 Plastikflaschen pro Jahr. Schritt 3. Sag Nein zu Plastikutensilien. Viele Plastikbestecke sind nur sehr schlecht recycelbar. Deutschland verbraucht 5,7 Milliarden Strohhalme jedes Jahr. Das ist unnötig. Schritt 4. Vermeide Plastikteile in deinem Duschgel und in deiner Zahnpasta. Diese kleinen Partikel werden nicht von Filtersystemen erfasst und kommen so ins Meer. Nach einer Dusche können bis zu 100.000 Plastikpartikel in das Meer geraten. Schritt 5. Kauf klug ein. Fülle Reis, Nudeln, Müsli in eine wiederverwendbare Dose vom Unverpacktladen. Kauf lose Früchte und Gemüse vom Markt. Jetzt gibt es noch weitere Tipps. Aber wie kann man komplett ohne Plastik auskommen? Ich glaube, da muss jeder an sich selber arbeiten, um den Plastikverbrauch bei sich daheim zu reduzieren. Sich zu überlegen, kauft man frische Produkte oder Produkte im Supermarkt. Aber es kommt immer darauf an, wie man selber dann mit den Lebensmitteln umgeht. Das ist das Wichtigste, dass es keine Lebensmittelverschwendung gibt. Du siehst, es ist nicht schwer, seinen Plastikverbrauch